Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Jugendwelle. Mein Name ist Juana und ich begleite euch heute durch die Sendung. Heute geht es in der Jugendwelle um ein Stipendium, das der DAD vergibt. Außerdem haben wir ein Interview, bei dem ein Gemeindekurator aus Schäßburg über sein Engagement berichtet. Und dann gibt es noch einen Beitrag aus Satmar, bei dem Jugendliche der Frage nachgegangen sind, was die Vorteile und Nachteile von Arbeit im Homeoffice sind. Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. In Temeswar haben drei Schüler die Zusage für ein DAD-Stipendium erhalten. Die zwei Schüler und eine Schülerin machen gerade ihren Abschluss an der Lenau-Schule. Das Stipendium wird sie unterstützen, wenn sie in Deutschland studieren. Auch unser Kollege Bernie zählt zu den drei Schülern, die das Stipendium erhalten. Ihn haben wir gefragt, was der Hintergrund des Stipendiums ist und was er damit vorhat. Und wir haben uns nochmal schlau gemacht, was der DAD eigentlich ist. Von all dem berichtet Andrea. Das Schuljahr geht zu Ende, auch am Nikolaus-Lenau-Lyzeum in Temeswar. Hier ist kürzlich bekannt geworden, welche Absolventen sich über ein Stipendium des DAAD freuen dürfen. DAAD, das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst und das Stipendium ist ein sogenanntes Vollstipendium. Das bedeutet, für die gesamte Dauer ihres Studiums in Deutschland erhalten diese Studierende in jedem Monat einen Geldbetrag überwiesen. Wie ihr euch vorstellen könnt, freut so eine Nachricht die Schülerinnen und Schüler besonders. Aber auch für die Lehrkräfte ist der Entscheidungsprozess jedes Mal aufs Neue spannend. Der Leiter der deutschen Spezialabteilung, Frank Lemke, drückt es so aus. Ja, selbstverständlich freue ich mich. Denn das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit weltweit gesehen. Auch in Deutschland wird ja die finanzielle Förderung in großen Teilen zurückgefahren. Und dass wir trotzdem hier in Temeswar von drei vorgeschlagenen Schülern auch drei Schüler durchbekommen für dieses sehr hochkarätige Stipendium, ist es sehr, sehr erfreulich. Und für alle, die jetzt ganz neugierig sind, lüften wir auch schnell das Geheimnis, für wen sich die Auswahlkommission entschieden hat, denn auch das hat uns Frank Lemke gesagt. Ja, und dann haben wir Denisa Marku ausgewählt, die Molekularbiologie studieren möchte, Matei Feja, der Humanmedizin studieren wird, und Bernhard Rodriano, der Informatik studieren wird in Karlsruhe. Der letzte Name ist uns in der Redaktion sehr gut bekannt. Bernhard, oder wie er sich auch selbst nennt, Bernie, ist auch Mitglied bei der Jugendwelle-Redaktion. Und weil wir als Radiokollegen alle nicht nur neugierig, sondern auch direkt sind, haben wir Bernie gratuliert und gleich einmal gefragt, wie hoch das Stipendium denn ist, also wie viel Euro Bernie dann im Monat erhalten wird. Bernie sagt dazu, das sind so rund um die 900 und etwas, also so rund 1000. Bernie will in Karlsruhe Informatik studieren. Diese technische Universität heißt hier Karlsruher Institut für Technologie und wird KIT abgekürzt. Darum wollten wir wissen, was es ist, das Bernie bei diesem Studium so besonders gut gefällt. Bernie sagt dazu, also es steht auf dem Internet, dass es eine gute Uni ist, also dass man dort gut lernen kann. Die Kurse haben einen hohen Anteil an Mathe und so, und ich bin eher eine Mathe-Person, also mir gefällt mehr Mathe als Grammatik und andere Humanwissenschaften. Und ich hatte auch ein Handbuch, wo Universitäten und solche Lerninstitutionen aus Deutschland gelistet wurden, je nach Studiengang und so, und dort konnte ich mich ein bisschen erkundigen. Und zweitens, nach Karlsruhe sind auch viele Lenau-Absolventen gegangen, sodass es in unserer Schule so bekannt ist, ja, viele gehen nach Karlsruhe, gute Studienangebote, gute Berufsmöglichkeiten, das hat einen guten Ruf bei uns. Aber auch aus persönlichen Gründen habe ich Karlsruhe gewählt, denn ich kenne eine Theatergruppe aus Eppingen und ich könnte weiter Theater machen, auch während der Uni. Und ich habe, glaube ich, auch direkt einen Flug von Temeswar nach Karlsruhe. Also mir ist Karlsruhe sehr gut. Mir passt's. Wie hat Bernie zum ersten Mal gemerkt, dass er eine Chance auf das DAAD-Stipendium hat? Bernie sagt dazu, Ich glaube im Januar, da kam der Herr Lemke und
hat uns mehreren Schülern in der Klasse ein Blatt in die Hand gedrückt und hat uns gesagt, ja, wir würden für dieses Stipendium in Frage kommen. Und dann im Februar gab es die erste Auswahl. Wir hatten ein Interview, wo wir vor einer Auswahlkommission reden mussten. Und dann wurde eine Auslese getroffen. Aus dieser waren wir nur noch drei übrig. Und danach mussten wir unsere Diplome, unsere Motivationsschreiben und all unsere Papiere dem DAD mittels eines Portals schicken. Und wie gestaltet sich der Auswahlprozess für die Auswahlkommission? Das wollten wir auch von Frank Lemke wissen, dem Leiter der deutschen Spezialabteilung. Also, das ist so. Wir bekommen vom DAAD immer die Auflage, dass wir zunächst mal aus den besten 10% der zukünftigen Absolventen überhaupt auswählen sollen. Das haben wir dann gemacht nach einem kollegiumsinternen Gespräch und haben dann die Kandidaten, das waren insgesamt 6, die haben wir eingeladen in das deutsche Konsulat. Und im deutschen Konsulat hier in Temeswar, da standen in der Auswahljury die Konsulin, dann der DAAD-Lektor, die Schulleiterin der Lenau-Schule und ich. Und wir vier haben uns dann die 6 Kandidaten angehört, die vorher aber auch schon dargelegt haben, was sie vorhaben, mit dem Stipendium zu machen. Denn die Schüler müssen auch schon sehr klar formulieren können und überzeugend darstellen können, was sie studieren möchten. Sie müssen auch schon wissen, wo sie das machen wollen. Und am besten haben sie auch schon eine Zusage von der Hochschule. Und nun sind es ja neben Bernie auch Denisa Marco und Matej Fejer geworden. Was hat bei den drei Schülern den letzten Ausschlag gegeben? Frank Lemke erklärt. Erstmal sind es ganz überzeugende junge Menschen. Das waren die anderen allerdings auch. Aber die hatten jeweils immer ganz spezifische Deutschlandbezüge und Erfahrungen mit Deutschland. Das war eine besondere Wichtigkeit. Die haben sozusagen in verschiedenen Olympiaden gewonnen, an verschiedenen Austauschprogrammen teilgenommen und immer sehr erfolgreich das Ganze. Das heißt, die wissen auch, worauf sie sich einlassen, wenn sie nach Deutschland gehen. Die kennen das ganze System und Verfahren. Außerdem spielt außerschulisches Engagement der Schülerinnen und Schüler eine Rolle bei der Entscheidung der Kommission über das Stipendium, wie Frank Lemke sagt. Also neben dieser schulischen Exzellenz, die sowieso alle Kandidaten haben, sind natürlich auch so außerschulisches Engagement von besonderer Bedeutung. Und das sind eben nicht nur so Olympiaden, die gewonnen werden, sondern auch so gesellschaftliches oder politisches Engagement. Und das ist bei den dreien, die da jetzt ausgewählt wurden, auf jeden Fall gegeben. Also Denisa Marku beispielsweise ist schon stadtübergreifend und weiter als Stadtgrenzen bekannt für ihr Engagement und dem Rosmarin-Verein. Und der Matej Feja, das ist zum Beispiel, das sind auch so Sachen, die sind teilweise sehr überraschend und das ist so was Kreatives. Der ist zum Beispiel so ein großer Kartentrickmeister, ja. Und das sind natürlich Dinge, die kommen ein bisschen raus aus dem Fokus und das ist eben was Interessantes dann auch für die Förderer. Und Bernhard Ruderianu, der ist ja auch bekannt für sein Engagement, beispielsweise im Theater oder jetzt kürzlich in dieser Hertha Müller-Verfilmung. Ja. Jetzt wollten wir aber auch nochmal nachfragen, was der DAAD eigentlich als Organisation genau macht. Dazu haben wir den DAAD-Lektor von Temeswar gefragt. Rick Kiesling heißt der Vertreter des DAAD an der Polytechnischen Universität. Als DAAD-Lektor arbeitet er beim Departement für Kommunikation und Fremdsprachen. Über die Arbeit des DAAD sagt Rick Kiesling. Ich würde sagen, in erster Linie denkt man beim DAAD an die Vergabe von Stipendien. Das wären zum Beispiel Stipendien für Masterstudien in Deutschland, Promotionsstudien in Deutschland oder auch Hochschulsommerkurse, an denen ausländische Studierende teilnehmen können, um für 4 Wochen Deutschland näher kennenzulernen und auch dessen Kultur und Sprache. Daneben geht es natürlich auch um die Internationalisierung von deutschen Hochschulen, indem es einen Austausch zwischen zum Beispiel ausländischen Wissenschaftlern und deutschen Wissenschaftlern gibt. So werden auch Dozenturen gefördert zwischen den Hochschulen.
Doch der DAAD kümmert sich auch darum, dass die deutsche Sprache an Hochschulen und Universitäten gut unterrichtet wird, erklärt Rieck Kiesling. Und allgemein wird auch die Germanistik gestärkt im Ausland und die deutsche Sprache. So gibt es ja das Programm für die DAAD-Lektoren, die im Ausland unterrichten, aber natürlich auch zwischen den Hochschulen vermitteln können, wenn sie von einer gewissen Hochschule kommen, zum Beispiel Kooperationsverträge mit diesen auch schließen können und natürlich vor Ort unterrichten, über Stipendien beraten können und natürlich auch kulturelle Veranstaltungen organisieren können. Also es geht eigentlich beim DAAD letztlich gesehen sowohl um Kulturförderung als auch um die Förderung im akademischen Bereich der Wissenschaft und zwischen Personen, die dort tätig sind. Zum Abschluss wollten wir von Bernie noch wissen, wie es bei ihm weitergeht. Also als zukünftigem DAAD-Stipendiat ist bei seiner Studienzulassung beim KIT in Karlsruhe schon alles sicher und fest? Also ich hoffe, die nehmen mich an. Also es ist zwar zulassungsbeschränkt, aber ich nehme an, ich werde schon dort in Karlsruhe zugelassen. Also zuerst brauche ich meine Hochschulzulassungsberechtigung und das ist eigentlich mein Zeugnis und das kriege ich nicht bis am, glaube ich, 21. oder 22. Juni. Es wird noch ein bisschen dauern. Und wenn alles gut klappt, wann geht es dann für ihn los? Bernie sagt. Ich glaube, das sollte so im Oktober sein. Ich habe mir schon hier niedergeschrieben, wann der erste Vorlesungstag ist. Also das ist am 21. Oktober. Aber da muss ich schon da sein, denn die erste Woche ist sehr wichtig, habe ich gelesen. Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Unser zweiter Beitrag kommt aus Ibbenbüren. In Schäßburg im Kreis Mureș gibt es ein historisches Stadtzentrum, das als UNESCO-Weltkulturerbe sehr bekannt ist. Der Gemeindekurator Dieter Zicheli führt Jahr für Jahr die zahlreichen Gäste von nah und fern durch die malerische Bergkirche und die Klosterkirche in Schäßburg. Diese Aufgabe bereitet ihm weiterhin große Freude. Nur wenige wissen aber, dass er ein großer Fußballfan ist und der Fußball-Europameisterschaft Euro 24 entgegenfiebert. Dieter Zicheli hat unseren Kollegen von Radio Bukarest ein Interview gegeben. Genauer gesagt hat das Interview eine junge Kollegin namens Sarah geführt, die beim Radio Bukarest ein Praktikum gemacht hat. Wir freuen uns, dass das Interview nun auch bei uns zu hören ist. Sarah hat mit dem Schäßburger Gemeindekurator Dieter Zicheli gesprochen über Kirchenleben, Begegnungen und natürlich auch über Fußball. Der Sommer kommt und es werden sicherlich viele Touristen nach Schäßburg kommen. Warum macht es Ihnen noch weiterhin Freude, als Kurator der Bergkirche die Gäste durch die schöne Kirche zu führen? Also wenn man über das Kuratorenamt spricht, das ist ja ganz komplex. Und zum Beispiel der Kurator, der ist ja der direkte Stellvertreter des Stadtpfarrers auf allen möglichen Ebenen, finanziell, religiös, ökumenisch und vor allem, wie bitte jetzt ist das Thema da, ja, auch in diesem Bereich im Führungsdienst auszuhelfen, wenn notarm man ist. Das ist ja ganz klar auf die Frage jetzt antworten. Ja, es ist schon stürmisch. Die Touristen fangen jetzt an, so im Eiltempo zu erscheinen und es macht mir und es wird mir auch weiterhin wahnsinnig viel Freude und Spaß machen, dass ich dieses ehrenamtliche Kuratorenamt noch weiterführen kann, inklusive im Führungsdienst bei auf der Klosterkirche und eben auch der Bergkirche. Was fasziniert auch weiterhin die meisten Gäste an der Schäßburger Bergkirche? Also wenn man dann über die beiden Kirchen spricht, erregte Bergkirche, die ist ja wirklich die größte. Es ist die drittgrößte Kirche gotischer Prägung aus Süd-Siebenbürgen. Also die erste wäre dann die Michaelskirche aus Klausenmürich, dann käme die Schwarze Kirche Kronstadt und wie schon betont die Bergkirche aus Schäßburg. Ja. Und was die Touristen ja beeindruckt und für diese ganz kleine Sache kommen sie ja und stürmen Tag aus Tag ein, ist ja, wie man so sagt, das Wichtigste, die Gruft, die Krypta. Also haben sie etwas gehört, da liegt etwas und so und runter und drüber und dann kommen sie. Die einzige Frage, die die Touristen dir stellen, acolo jos mai sunt și morți pe vii nu pot fi. Also Hauptsache ist, die Gruft ist sehr wichtig.
Dann kommen die Fresken, wahnsinnig interessant, eine ganz lange Geschichte. Die sind alle aus dem 14. und 15. Jahrhundert so angepinselt. Und nicht desto trotz, da kommt noch das Sakramentshäuschen, das dort auf dem gotischen, aus dem Ostteil ist, auch noch aus der katholischen Zeit, ist sehr wichtig. Und 1500 erbaut oder erwirtschaftet durch den berühmten Steinmetzmeister Andreas Lapicida, der war aus Hermannstadt. Und apropos Sakramentshäuschen, auch von den berühmten Katholiken übrig geblieben, das war immer das Thema, wenn sie Abendmahlsprozedere hatten, anno dazumal, dann hielten sie in dem kleinen Spielraum, Ediculum heißt das, den ganzen Inventar für das Abendmahlsprozedere, den Wein und Brot und so weiter und so weiter. Gibt es auch freiwillige Kirchenführer für den Sommer, wie in Kronstadt oder Mediasch? Also, wie schon betont, es ist ein Problem der Stadtverwaltung, die hat diese Thematik niemals angepeilt und angesprochen. Normalerweise eine Stadt wie Schäßburg, wo ja der Tourismus wirklich blüht, müsste qualifizierte Stadtführer haben, um den Touristen womöglich alles Mögliche und das Unmögliche auch aufzuweisen. Sonst, von Fall zu Fall, wie schon betont, machen wir das so, aber nur für die Burgführung und vielleicht der Herr Varvara, dass er eine ganze Stadtführung macht, aber ich bin mir da nicht so sicher. Es ist schon richtig, das Argument stimmt, Kronstadt und Thermastadt, die machen auch für jede Saison, haben sie 2 Monate Vorbereitung für die werdenden Führungsdienstchefs. Und es ist interessant, dass wahnsinnig viele Kinder, 10., 11. Klasse, vor allem aus den beiden Schulen dort, dann diesen 2-monatigen Kursus machen und dann werden sie von Fall zu Fall auch in der Kirche verwendet und auch als Stadtführer. In diesem Jahr steht das große Sachsen-Treffen an. Es werden auch viele Schäßburger, die in Deutschland leben, nach Hause kommen. Stehen besondere Begegnungen im Sommer in Schäßburg an? Also vor 2 Monaten hatte ich ein Telefonat mit der Kuratorin aus Nadesch und die hatte mich gebeten, dass wir dieses Thema anpeilen, denn die Nadescher Sachsen und die Zickmantel, die aus Zuckmantel und Randall und so weiter, wollen mit ihren Blasmusik-Spezialisten am Sachsen-Treffen teilnehmen und dann möchten sie unbedingt so einen Sprung nach Schäßburg machen und zwar möchten sie unbedingt an einem Gottesdienst teilnehmen, bestimmt in der Klosterkirche, also sie aushelfen, musikalisch den Gottesdienst zu gestalten, ja? Und dann nach dem Gottesdienst ein Platzkonzert geben. Das haben auch die Österreicher vor 6 Jahren gemacht, wieder bei einem Sachsen-Treffer. Damals waren 120 Musikanten, also wahnsinnig schön war das, ja? Und dann möchten sie eine Burgführung machen bis hinauf zur Bergkirche und dort in der Kirche noch einmal so ein kleines Konzert zu vermitteln für die Touristen, die dann dort in der Kirche per dato sind. Also es sind schon Sachen, die laufen schon. Wir haben mit diesen Menschen schon gesprochen, zum zweiten Mal jetzt. Es waren die Delegierten aus diesen HOGs, Dörfern und so weiter, es waren in der Kirche und wir haben das Thema angebaut mit der Stadtwahrer, mit der Verwaltung, mit meiner Wenigkeit und auch die Kuratorin von Hernandez war vertreten, dass wir das alles auf einen Nenner bringen und dann wissen wir ganz genau, wann sie kommen, wie sie kommen, mit was sie kommen und so weiter und so. Denn es ist schon schwierig, zum Beispiel von der Schranke, dort unten bleib ja die Autobus stehen, können nicht drauf fahren und müssen sich dann ihre Instrumente drauf. Es ist ja sehr wichtig, bei einer Blaskapelle ist kein Klavier, dass man... Bald beginnt die Euro 24. Freuen Sie sich auf dieses Event und welcher Mannschaft drücken Sie die Daumen? Also ich bin ja der Fußballlehrer par excellence und es bleibt dabei, Fußball ist und war mein Leben und will es auch so bleiben. Es stimmt. Wir warten, es sind noch 5 Wochen, dann geht es los in Deutschland, in den 8 großen, schönen Stadien. Also von der Infrastruktur aus sind die Deutschen wahnsinnig fortgeschritten. Sie müssen nichts neu bauen und so weiter. Alles läuft wie am Schnürchen. Jetzt die Frage, wer und wie und was und warum. Wenn wir über das rumänische Team sprechen, ja, dort bin ich ein wenig skeptisch. Man kann nicht Wunder erwarten von unserer rumänischen Mannschaft. Sie ist dort, sie ist gut, aber hat auch dort 2 schwere Gegner in der Gruppe, und zwar Ukraine und die Belgier, vor allem Belgier, ja, ein ganz schwerer Gegner. Ja, und wenn man dann weiter guckt, ich habe mir da, gestern war ein Thema bei Magerna TV, das ist der Posten, der ja alle Spiele übertragen wird, aber nur in den deutschen Spielraum, also nur in Deutschland. Und die haben solche Analysen gemacht, ich habe mir 2, 3 Grundgedanken da aufgeschrieben. Es sind ja eine Unmenge von wichtigen
wichtigen Mannschaften, Deutschland, England, Frankreich, bitte sehr, Holland, das ist ja Mannschaft, Frankreich, Portugal. Und niemals dürfen wir vergessen, aus dem berühmten Südteil Europas, die Ex-Balkanländer, Kroatien und Serbien, wahnsinnig wichtige und starke Mannschaften. Und wenn man dann mal nachdenkt, ein Spiel, das ist am 14. Deutschland, Schottland, dann Ungarn, Schweiz, dann Spanien, Kroatien, dann Italien, Spanien, dann Holland, Polen, Österreich, Frankreich. Also es sind wahnsinnig viele Mannschaften. Ich schätze mal so 7, 8. Die haben ganz klar das Argument, Mensch, ich könnte diesen Titel erwerben. Aber wie es dann weitergeht, weiß ich auch ich nicht. Wenn ich mal so formuliere, ich nehme mir 3, 4 Mannschaften, ich bin ja ein Fan des spanischen Fußballs und des englischen Fußballs. Die beiden Mannschaften sind hier. Also Favorit, Spanien, England, dann Frankreich unbedingt und Deutschland. Das wäre einmal 4. Und dann kämen so schnell Portugal und Holland, wieder ganz starke Mannschaften. Und dann kommen, wie man auf gut Englisch sagt, Outsider. Also sagen wir Österreich und Schweiz, die haben immer einen guten Part gespielt. Ja. Und warum nicht aus unserer Gruppe, wo jetzt Rumänien ist, Belgien und Rumänien, dann bin ich reservierter. Ja, aber immerhin, es könnte ja krachen. Tschechei ist da noch hier und Dänemark, bitte sehr, die guten Fußballmannschaften aus dem Nordteil, also Dänemark, also Schweden und Holland, ja, hier unten, ja, die haben immer etwas zu sagen bei solchen großen Events. Wenn ich dann noch einmal zurückkomme auf den rumänischen Teil, ich bin mir gar nicht sicher, dass dieser sympathische Iordanescu da etwas auch so schnell und in meinem Tempo etwas auf die Beine stellen kann. Warum? Denn unsere in Anführungsstrichen Top-Leute, die spielen ja die meisten im arabischen Spielraum. Was heißt Arabien ist sportlich? Ich antworte nicht, ja. Aber die Hoffnung stirbt ja zuallererst. Hofft man ja, dass die Rumänen ja minimal die Gruppe überstehen und bis sie dann noch einmal die zweite Tour kommen, also die Viertelfinals. Ansonsten, da bleibe ich skeptisch. Für den Titel habe ich gesagt, also England, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das wären meine 4 Favoriten. Ich darf mich irren. Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Bei einem Workshop-Wochenende im Satmar haben einige Jugendliche ihre Fertigkeiten beim Radiomachen verbessert. Dabei haben sie auch ein Thema untersucht, das auf der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken ist. Homeoffice. Seit der Corona-Pandemie ist es in vielen Berufen möglich geworden, von zu Hause am Computer zu arbeiten. Viele Leute finden das gut, aber es gibt auch Probleme, die es beim Arbeiten im Büro so nicht gibt. Die Jugendlichen haben dazu in Satmar mit 2 jungen Frauen über ihre Erfahrungen gesprochen. Der Beitrag dazu stammt von Sonja, Mark und Aaron. Ist es möglich, in Klausenburg zu arbeiten und in Satmar zu leben? Das geht mit Homeoffice, also von zu Hause arbeiten. Dafür braucht man einen Computer und natürlich Internet. Es passiert aber ab und zu, dass das Internet ausfällt. So haben uns Judith und Hetty erzählt. Okay, wenn Internet ausfällt, ist es ein Problem bei dir, weil meiste arbeiten zu Hause. Also das wird nicht mit den anderen Kollegen auch passieren. Wenn etwas bei der Arbeit ist, VPN fällt oder so etwas, dann ist es normal, dass auch die Kollegen nicht arbeiten können. Und das ist nicht unsere Schuld, weil wir dort sind, wir möchten arbeiten, aber es ist zurzeit nicht möglich. Judith und Hetty haben in Klausenburg gelebt. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie von zu Hause arbeiten. Lange Zeit durfte man nicht ins Büro. Sie haben dann entschieden, in ihre Heimatstadt nach Satmar zurückzukommen. Es ist ja egal, in welcher Stadt dein Schreibtisch steht, oder? 2021, glaube ich, bin ich nach Hause gekommen. Vorher war ich noch in Klausenburg wegen der Pandemie, aber ich musste dann alleine sein in einem Apartment. Das war auch sehr schwierig, wenn wir nicht draußen durften. Und es macht ja keinen Sinn, dort zu bleiben und auch für das Apartment zu bezahlen, wenn ich von zu Hause arbeite. Und dann ist es auch so geblieben, dass wir nicht mehr zurückgehen wollten. Wenn man von zu Hause arbeitet, muss man nicht jeden Morgen ins Büro fahren. Ist eine tolle Sache, nicht wahr? Judith und Hetty haben uns aber erzählt, dass Homeoffice nicht nur Vorteile hat. Manchmal ist es so, als würden sie immer arbeiten, ohne Freizeit. Ich glaube, ein Nachteil ist auch, dass wir nicht diesen
Gleichgewicht mehr haben zwischen Arbeit und persönliches Zeit, weil beides wird auch von zu Hause gemacht und dann kann es auch passieren, dass wir mehr Zeit an die Arbeit denken, als auch sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, mit Hobbys oder so etwas. Die Arbeit wird irgendwie ein Hobby schon. Für die deutsche Gemeinschaft aus Sattmark war der Umzug von Judith und Hetti auf jeden Fall von Vorteil. Sie haben mehr Zeit für die Projekte der Sattmark-Schwaben. Wenn die Arbeit gemacht ist und richtig gemacht ist, dann spielt es keine Rolle, ob wir das am Morgen oder nachmittags machen. Und das gibt uns auch diese Möglichkeit, dann mehr mitzumachen, bei verschiedenen Ereignissen zu helfen, teilzunehmen. Und dann habe ich gesehen, wie anders es zu Hause ist. Dann haben wir auch mit den Workshops angefangen. Und ja, ich habe in mehr und mehr Programme mitgemacht und danach wollte ich gar nicht mehr zurück. Judith hat auch Haustiere in Sattmark. Einen Hund, eine Katze und auch Hühner. Bestimmt sind auch sie sehr froh darüber, dass ihr Frauchen nicht mehr in Klausenburg arbeiten muss. Homeoffice kann also doch eine gute Sache sein. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Am Mikrofon verabschiedet sich Juana. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das ist die perfekte Welle. Das